Hallo, schön, dass Sie reingeklickt haben zu einer weiteren Ausgabe von Sportnews TV am heutigen Dienstag mit diesen Themen. Roger Federer brennt förmlich auf die Revanche gegen Andreas Seppi, denn nach der Drittrundenniederlage bei den Australian Open hat der Schweizer noch eine Rechnung offen mit dem Südtiroler. Die Möglichkeit dazu, die bekommt er heute Nacht in der dritten Runde des ATP Masters in Indian Wells. Brennen wird die Hütte natürlich nur im übertragenen Sinne heute Abend in Spiel 5 der EBL Viertelfinalserie zwischen dem HCB Südtirol und den Black Wings Linz. Die Foxes stehen unter Zugzwang, denn Linz führt in der Serie 3:2 und kann mit dem ersten Auswärtssieg in Bozen in dieser Saison den Einzug ins Halbfinale perfekt machen. Das Stichwort Halbfinale, es passt perfekt für die nächste Meldung. Heute Abend wird die Arena Ritten zum Hexenkessel, wo Spiel 4 der Halbfinalserie zwischen den Rittnerbuben und dem HC Pustertal über die Bühne gehen wird. Die Wölfe führen mit 2:1 Siegen, einen Umstand, den die Raymond-Truppe schnellstmöglich ändern möchte. Wir werden sicherlich daheim die Punkte holen. Wir sind uns bewusst, wie stark wir sein, dass wir können jede Mannschaft topieren. Wir sind auf der Karte eine gute Mannschaft. Und werden das auch auf Eis wieder beweisen. Das ist sicher wieder ein harter Kampf. Ich glaube, das Spiel ist wieder von 0-0. Deswegen kann alles passieren. Wir werden auf jeden Fall wieder den gleichen Kampfgeist mitbringen auf dem Rittnamen. Und dann hoffentlich schaut der nächste Sieg aus. Eine kleine Kristallkugel, die hat gestern der Bozner Riccardo Tonetti gewonnen. Der 25 Jahre alte Südtiroler entschied den Europacup-Slalom in Kranjska-Gora für sich und sicherte sich die Disziplinenwertung. Das war's von uns aus der Sportnews-Redaktion. Danke, dass Sie reingeklickt haben und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder.